Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier beim JR East Train Simulator. Wir sind immer noch beim DLC von der Narita-Linie und der Kashima-Linie. Und heute werden wir die Narita-Linie fahren. Und zwar mit dem Service hier. Gehen wir gerade direkt rein und dann werde ich euch mal ein bisschen was über die Narita-Linie erzählen. So, sollte eigentlich gleich fertig sein. Wunderbar. Okay, was sagt denn der JR East Simulator über die Narita-Linie? Die Narita-Linie ist eine 75,4 Kilometer lange Strecke, die den Bahnhof Matsuguchi in Choshi City Präfektur Chiba mit dem Bahnhof Sakura in Sakura City Präfektur Chiba verbindet. Diese DRC umfasst einen 49,7 Kilometer langen Abschnitt, einschließlich eines Teils zwischen den Bahnhöfen Choshi und Matsuguchi, sowie zwischen den Bahnhöfen Sakura und Chiba auf der Sobo-Hauptlinie. Die Narita-Linie, die 1897 zwischen den Bahnhöfen Narita und Sakura eröffnet wurde, hat eine über 120-jährige Geschichte. Eins vorweg, die ganze Fahrt wird knapp 2 Stunden dauern, also lehnt euch zurück und genießt da die Fahrt. Okay, in der Vergangenheit verkehrte der Suigo Express zwischen dem Bahnhof von Tokio und dem Bahnhof Choshi über die Narita-Linie. Derzeit fahren nur reguläre Züge vom Bahnhof Choshi zum Bahnhof Sakura und die Narita-Linie verläuft entlang des Tone-Flusses. Sagt man bestimmt in Japan ein bisschen anders. Nachdem sie den Bahnhof Matsuguchi verlassen hat. Die Strecke führt zum Bahnhof Narita, über den Bahnhof Katori, das Tor zu Katori Jingu Schrein, einer der 3 Schreine im östlichen Teil Japans, den Bahnhof Sawara, wo man die Atmosphäre einer Koedo-Stadt genießen kann, und den Bahnhof Simosakosaki, der dem historischen Sake-Brauereidorf am nächsten liegt. Der lange, ruhige Abschnitt der Felder erstreckt sich bis zum Bahnhof Narita. Vom Bahnhof Narita bis zum Bahnhof Sakura verkehrt der Narita Express Expresszug zwischen den Zentren von Tokio und dem Flughafen Narita, wodurch dieser Abschnitt stark frequentiert ist. Wir hoffen, dass Sie die Narita-Linie mit diesem DLC genießen werden, dass das Gefühl einer Regionalzuges vermittelt, während Sie die ländliche Landschaft mit ihren Feldern genießen. So. Wir schauen, dass wir hier mal so einigermaßen normal fahren. Ich gebe da mein Bestes. Und ja, ich muss schon sagen, ich habe die Strecke schon einmal abgefahren. Ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Zwischendrin werde ich dann auch mal versuchen, ohne dem HUD zu fahren, soweit wie es geht. Aber ich bin mit dem Signationssystem und der Strecke an sich noch nicht so gut vertraut. Da wird es garantiert Fehler geben. Aber wird schon werden, ohne Chaos in meinem Video. Das war ja doch ein bisschen komisch. Insgesamt haben wir auf der Linie 16 Stationen, also auf der Main Line. Auf der Airport Branch sind es 3 Stationen und auf der Abiko Branch, gemäß Wikipedia, sind es 10. Das Ganze hier mit 1500 Volt DC. Tem 3番線成田線出発進行定時。
次は C 芝、 C 芝です。お出口は左側です。So vom Rollmaterial sind auf der Strecke unterwegs der E131 Series EMU seit 2021. Dann die 209, 2000 und 2100, die wir auch hier in JR East Simulator drin haben. Auf der Abiko Branch Line haben wir die E231, auf der Sobo Line E217 und 235, 1000 und der Narita Express selber fährt mit der E259, der ein richtig geiles Face vorne drauf hat. Müsst euch unbedingt mal ein Foto davon ansehen.場内進行4両 C 芝停車。まもなく進行停車 C 芝に到着いたします。お出口は左側です。制限50。Gut, kommen wir doch mal zu unserer Baureihe 209. Die gibt es schon seit 1992 und wurden bis 2005 gebaut. Und davon gibt es mehrere Unterserien. Das wäre einerseits die quasi die Nuller-Serie, die Originalserie, die 500er, die 1000er, die 2000er bis 2100er, 2200 und 3500. Insgesamt 1046 Fahrzeuge sind gebaut worden und aktuell sind 442 in Dienst mit Stand Dezember 2021. Wikipedia lässt grüßen. Segen, 50.解除。次は下佐豊里、下佐豊里です。お出口は左側です。
ursprünglich war gedacht, damit die alte 103er-Serie außer Dienst zu stellen. Gibt es übrigens auf TS Classic diverse Szenarien mit der 103er. Schöner EMU. Und es sollte quasi ein kostengünstiger Ersatz werden mit einer eigentlich relativ kurzen Lebensdauer von geplanten 15 Jahren. Das wäre vielleicht ein bisschen drüber. Die 209er-Serie war die erste Serie der neuen Serienzüge Shinkretsu Densha, also Modernisierungsprogramm in Japan. Und das war dann quasi die Grundlage für die Baureihen E501, 217, 701 und E127. Wer mit den ganzen Zahlen nichts anfangen kann, macht nichts, kann ich auch nicht, außer ich habe Bilder dazu. Und der Nachfolger von dem Ganzen war übrigens dann E231.進行。場内進行4両下総豊里停車。まもなく下総豊里、下総豊里に到着いたします。お出口は左側です。進行、停車。制限、40。次は停車。滅、出発、進行、定時。Okay, gehen wir mal auf die Variante ein, die wir hier fahren, also die 2000er bis 2100er Serie. Die sind zwischen 2009 und 2013 aus der ehemaligen 209er-0er Serie entstanden und sind im Zeitraum 2009 bis 2013 in Dienst gestellt worden. Die Modifikationen umfassten neue elektrische Ausrüstungen, das Hinzufügen von Querbestuhlungen in den Endwagen, LED-Zielanzeigetafeln und eine Toilette. Ja, wäre schon ganz gut, wenn eine drin ist. Die Wagen sind in der 2001er-Serie nummeriert, obwohl 9 vierteilige Züge Endwagen in der 2000er-Serie haben. Die 2000er-Serienwagen stammen aus der frühen Produktionsreihe der 209er-0er-Serie mit luftbetriebenen Türmen im Gegensatz zu den elektrischen betriebenen der späteren Produktionsreihen.
Die ersten vierteiligen Züge sind im Juni 2009 auf die Strecke gekommen und die sechsteiligen im Juli 2009. Insgesamt haben wir 42 Züge von der Serie aktuell im Einsatz und 8 sind mittlerweile stored für Preservation. Finde ich noch ein bisschen früh, aber okay, wenn das so stimmt von Wikipedia.下総立花に到着いたします。お出口は右側です。 Der Bahnhof, in dem wir gerade einfahren, wurde am 11. März 1933 von der japanischen Staatsbahn eröffnet für Güter- sowie auch Personenverkehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der planmäßige Güterverkehr am 1. Oktober 1962 eingestellt worden und seit dem 1. März 1972 ist die Station unbesetzt. Mit Stand 2015 haben wir hier im Durchschnitt 408 Passagiere pro Tag. Metz, Teiji. お出口は左側です。 So, liebe Leute, ab dieser Stelle werde ich euch erstmal verlassen. Ich werde mich aufs Fahren konzentrieren. Ihr könnt die Strecke genießen und meine Fahrkünste bestaunen oder euch wundern, warum ich gewisse Sachen mache. Let's see. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann bis schon bald. Thank you.
遠方減速制限65。場内注意制限45。4両笹川停車。注意停車。まもなく笹川に到着いたします。お出口は左側です。制限40。次は停車。パターン接近。メッツ出発停止定時。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご乗車のままでお待ちください。天出発進行定時。パターン解除。制限40。制限解除。次は尾身川です。お出口は左側です。制限70。制限解除。Thank you.
遠方進行。場内進行4両海側停車。進行停車。まもなく海側に到着いたします。お出口は左側です。制限40。次は停車。メッツ出発進行定時。点出発進行定時。制限40。制限解除。次は水郷、水郷です。お出口は右側です。危機水明。
遠方進行。場内進行4両水号停車。進行停車。まもなく水号、水号に到着いたします。お出口は右側です。制限40。メッツ出発進行定時。出発進行定時。制限40。制限解除。次は香取。香取です。お出口は左側です。汽笛水鳴。汽笛水鳴。愛知へ進行香取2番線。ご利用のお客様はお乗り換えです。鹿島線各駅停車鹿島神宮行きは1番線から8時15分の発車です。お降りのお客様は車内に落とし物お忘れ物などなさいませんようお気をつけください。
は停車。メッツ2番線出発停止定時。2番線出発進行定時。制限45。制限次は解除。サバナ、サバナです。お出口は右側です。進行。第一営速進行佐原2番線。中継制限。場内注意制限45。進路2番線4両佐原停車。2番線お出口は右側です。この列車は成田線各駅停車千葉行きです。メッツ出発停止定時。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご乗車のままでお待ちください。
ドアが閉まります。ご注意ください。天、2番線、出発、進行、定時。制限45。制限解除。この列車は成田線各駅停車千葉行きです。この先途中の成田には8時34分、桜には8時48分、終点千葉には9時11分の到着です。携帯電話、スマートフォンをお持ちのお客様にお願いいたします。優先席付近では混雑時には携帯電話、スマートフォンの電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はお控えください。お客様のご協力をお願いいたします。制限60。次はオート。オートです。お出口は右側です。制限解除。第一営速進行。制限70。制限解除。2番線場内進行4両オート停車。2番線進行停車。制限45。まもなくオート。オートに到着いたします。お出口は右側です。次は停車。メッツ2番線出発進行定時。
2番線出発進行定時。制限45。次は下総神崎。下総神崎です。解除。お出口は右側です。第一泳速進行。中継進行。一番線場内進行4両下総神崎停車。まもなく下総神崎進行停車。下総神崎に到着いたします。お出口は右側です。次は停車。メッツ一番線出発進行定時。1番線出発進行定時。
次は滑川。滑川です。お出口は右側です。第一栄速進行滑川一番線。1番線場内進行4両滑川停車。進行停車。まもなく滑川に到着いたします。お出口は右側です。制限60。メッツ一番線出発中継進行定時。
て1番線出発中継進行定時。1番線出発進行制限55進行。次は久住、久住です。お出口は左側です。制限解除、制限70。制限解除。制限65。制限解除。制限70。第一泳速進行。制限解除。場内進行4両久住停車汽笛水鳴進行停車。制限70。久住に到着いたします。お出口は左側です。制限解除。次は停車。
滅、出発、進行、定時。出発、進行、定時。次は成田。成田です。2番線に到着いたします。お出口は右側です。制限解除。制限解除。制限65。第一泳速進行成田2番線。進行。本線第一場内進行4両成田停車2番線進行。制限45。
制限80。制限解除。2番線第2場内注意。まもなく制限45。成田です。2番線に到着いたします。お出口は右側です。成田からの注意停車2番線ご案内いたします。空港第2ビル成田空港に停車いたします。快速成田空港行きは3番線から8時37分の発車です。なお快速成田空港行きは45お乗り換え時間が短くなっております。ご利用になりますお客様はお乗り遅れなさいませんようお気をつけください。あじき、きおろし、あびこ、かしわ、松戸方面常磐線直通快速上野行きは6番線から8時50分の発車です。京成線をご利用のお客様は改札口を出ましてからのお乗り換えです。お降りのお客様は車内に落とし物、お忘れ物などなさいませんようお気をつけください。この列車は成田線各駅停車千葉行きです。メッツ2番線出発中継停止定時。ドアが閉まります。ご注意ください。2番線出発中継進行定時。2番線出発進行進行制限35。パターン接近パターン解除。制限解除。制限70。この列車はさくら四街道方面成田線各駅停車千葉行きです。この先途中のさくらには8時48分終点千葉には9時11分の到着です。制限90。携帯電話スマートフォンをお持ちのお客様にお願いいたします。優先席付近では混雑時には携帯電話スマートフォンの電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えください。中継進行制限80。お客様のご協力をお願いいたします。次は止水止水です。第4レース進行左側です。
解散閉塞進行制限解除制限80制限解除勾配制限105第二閉塞進行ターン接近制限80パターン解除第一閉塞進行制限解除制限903番線場内進行4両止水停車制限解除制限80進行停車まもなく止水止水に到着いたします。お出口は左側です。次は停車制限解除メッツ3番線出発進行定時ドアが閉まります。ご注意ください。3番線出発進行定時you
制限80。次はさくら、さくらです。お出口は左側です。中継進行。第三閉塞進行。汽笛水鳴制限80。進行。制限80。制限解除。制限105。第一閉塞進行。さくら成田上り線。まもなく制限解除。さくらです。3番線に到着いたします。お出口は左側です。成田線第1場内進行。予告成田上り線4両さくら停車。成田上り線4番線から進行。8時49分の発車です。なお特急潮騒8号東京行きは桜を出ますと四街道、千葉、船橋、中継、品質制限、終点東京の順に停車いたします。成田上り線特急潮騒号は第2場内全車指定席の特急列車です。ご利用の際には乗車券、定期券の他に特急券が必要です。八幡、鳴門、八日市場方面総武本線各駅停車長州行きは1番線から8時57分の発車です。お降りのお客様は車内に落とし物、お忘れ物などなさいませんようお気をつけください。次は停車。パターン接近。パターン解除。
メッツ成田上り線出発停止定時。成田上り線出発進行定時パターン解除。第8継続進行制限95。この列車は成田線各駅停車千葉行きです。次は物井です。お出口は左側です。制限解除。第7閉塞進行汽笛水鳴。第6閉塞進行中継進行制限105。第5閉塞進行4両モノイ停車。モノイに到着いたします。進行停車。お出口は左側です。制限解除。メッツ第4閉塞進行定時。ドアが閉まります。ご注意ください。第4閉塞進行定時。第3閉塞進行制限105。次は
四街道です。お出口は左側です。85。第二閉塞進行。制限解除。85。制限解除。第一閉塞進行。1番線場内進行4両四街道停車進行停車制限90。まもなく制限解除。四街道に到着いたします。お出口は左側です。メッツ1番線出発進行定時ドアが閉まります。ご注意ください。天1番線出発進行定時制限90。中継進行制限105。次は津賀です。お出口は右側です。第二閉塞進行
限解除。第一泳速進行。制限105。中継進行。まもなく津田場内進行4両。津田停車。お出口は右側です。進行。千葉都市モノレールをご利用のお客様はお乗り換えです。次は停車。メッツ出発進行定時。出発進行定時。第二閉速進行。次は東千葉。東千葉です。お出口は右側です。ここであらかじめ終点千葉でのお乗り換えをご案内いたします。終点の千葉には7番線に到着いたします。西千葉新君川幕張方面中央総武各駅停車をご利用のお客様が1番線2番線へお乗り換えです。内房線五井姉ヶ崎木更津方面各駅停車秘密行きは3番線から9時23分の発車です。外房線蘇我鎌取大網より東金線直通各駅停車鳴門行きは6番線から9時16分の発車です。総武快速線横須賀線直通船橋、錦糸町、東京、品川、横浜方面快速、逗子行きは10番線から9時22分の発車です。京成線、千葉都市モノレール線ご利用のお客様が中央改札を出てからのお乗り換えです。以上、終点千葉でのお乗り換えのご案内でした。本線、第1場内、進行4両東千葉停車。次は停車。進行停車。まもなく東千葉。東千葉に到着いたします。お出口は右側です。制限90。
メッツ7番線第2場内注意制限55定時4両千葉停車7番線7番線第2場内注意制限55定時エアセクションですエアセクションです停車ご乗車ありがとうございました。まもなく終点千葉千葉です。7番線に到着いたします。お出口は右側です。お降りの際は車内に落とし物お忘れ物などなさいませんようお気をつけください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。メッツ定時Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.